Ich glaube, hat mich eigentlich großteils der Zeit eigentlich hauptsächlich mich rausgenommen. Sogar ihr Tank hat fast mehr Schaden. Auf jeden Fall mehr Schaden als drei von unserem Team, was halt wirklich arg ist. Heiler hat auch mehr Schaden als drei von unserem Team. Und dann hier ihr Drogos. Also insgesamt haben sie halt so viel Schaden gemacht, was ich alles nicht weggeheilt habe, weil ich auch immer wieder rausgenommen wurde. Auch. Top. War witzig. Jo, dann komm du gut ins Bett, Sir Tom. Schlaf gut, träum was Schönes und hoffentlich kann man dich dann bald mal wiedersehen. Ja, üben, üben, üben. Das ist ein Ding. Und ich sehe gerade, wir haben neue Leute im Kanal. Servus, freut mich. Ich habe nur dummerweise gerade überlegt, ob ich nicht das Spiel wechsle. Weil. Was haben wir jetzt irgendwie? Was haben wir? Wir haben jetzt auch schon wieder 3 Stunden Paladins gespielt. Oh, Grog kann ich gar nicht leiden, muss ich zugeben. Rillas, schön, dass du wieder da bist, Buddy Bear. Ja, so Ying finde ich am allergeilsten. Grover, der Baum, der ist tatsächlich so schadenstechnisch auch ziemlich geil unterwegs. Einfach weil er halt hier so ziemlich gut snipen kann. Also einfach die Axt, die halt keinen Drop hat und Ewigkeiten fliegt. Und mit der Größe der Distanz einfach mehr Schaden macht. Ja, Grog habe ich halt noch nicht die richtigen Karten für gefunden. Und ich muss auch zugeben, ich habe mich, nachdem ich zwei, dreimal mit dem, oder halt schon ein paar Mal mit dem Basic Grog irgendwie gespielt habe, habe ich so gedacht, so, ne, der ist nichts für mich. Damit. Also den habe ich auch, keine Ahnung, den habe ich glaube erst auf Level 3 oder so. Oder wo ist er denn? Ne, den habe ich sogar nur auf Level 2. Das heißt, wir haben gar nicht so viel damit gespielt. Ne, mit dem konnte ich mich bisher noch nicht anfreunden. Jo, schön, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Kannst du die Benachrichtigung anschalten, damit du es mitbekommst. Und ja, vermutlich werde ich morgen um 19:30 Uhr auch wieder da sein. Gibt es eine Karte? Okay, Loadouts. Mal hier Create New Loadout und dann so. Der Strahl. Das heißt, es ist der Armor Weapon. Aha. Nee. Okay. Also, das hier Outreach wäre vermutlich gut. Das hier. Ja, ich müsste halt vermutlich einmal hier noch die letzte Heilkarte freischalten. Oder was ist denn hier drin? Ja. Okay, die 3 Heilkarten sind schon drin. Ja. Können natürlich auch sagen Import. Search Leaderboards und dann der am allerbesten mit dem spielt. So. Und was ist die Frage? Die Karte haben wir noch nicht. Allies inside your healing totems are healed for 2%. Achso, genau, das ist das, was wir eh holen wollten. Und genau. Ja, das scheint doch. Also hier die Karte, glaube ich, wäre nochmal ganz gut, damit wir tatsächlich mehr heilen können. Ach ja, so ist Grog, ey. Wie viel Torwald bräuchte ich tatsächlich auch noch ein Loadout? Aber darum kümmere ich mich jetzt nicht jetzt. Irgendwie ganz nett, dass ich jetzt tatsächlich alle Charaktere freigeschaltet habe. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich anfangen, Karten zu kaufen. Also mehr Karten zu kaufen.
Noch mehr Karten. Muhahaha. So. Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt noch eine. Wir machen jetzt noch eine PvE-Runde. So. Was steht im System? Ach so. Machen das jetzt noch kurz. Select your Freut mich, dass es champion. Spaß gemacht hat. Ja, du darfst gerne wieder dabei sein. Ich mach das eigentlich regelmäßig. So. Nate. Obwohl. Nee. Evie. Ich wollte es. Eigentlich wollte ich es mit Eevee zeigen. Na komm, ich mach das mit Eevee tatsächlich kurz. Customize your champion. The battle is about to begin. Tü-tü-tü-tü-tü. So, weil, genau, es ist immer diese Karte hier. Wir spielen immer gegen vier Fernandos und einen Pip. Come watch the great Jo, Eevee take bis down dann. all the people she hates. Not you, of course. Und falls Freunde auch Paladin spielen, mach Werbung für mich. Bin auch auf euch angewiesen, mehr und mehr Viewer zu haben. Genau, da gibt es ja hier auf Eng bei YouTube immer diesen tollen Satz, so Share, Like, Subscribe. Und genau. Genau, falls ihr, genau, ich habe nämlich Twitter-Account, also Geruns Game Lab. Da twitter ich ja immer, wann ich zocke und ich glaube allgemein, wenn ich so ein bisschen irgendwie dumm laber, aber sonst ja. 5, 4, 3, 2, 1. Ach Quatsch. Hier, Dings. Das wird schon. Das Einzige, was wir eigentlich machen müssen, ist tatsächlich hier nur Schaden in diese Richtung reinpfeffern. Und dabei eigentlich nicht sterben, das wäre noch eine gute Idee gewesen. Aber ja, ich hole mir deswegen, ja, keine Ahnung, was hole ich mir? Ja, hier Blast Shields halt mal. Ach so, stimmt, ich hätte viel mehr einkaufen können. Ist mir auch gerade erst wieder eingefallen. So. Ja, mal wieder mit Eevee dumm Feuerbälle in der Gegend rumbratzen, ist halt wirklich, wirklich schwierig. Ich erinnere mich. Aber wenigstens habe ich hier noch den Pip rausgenommen. Ist da wenigstens etwas. Genau, hier Blast Shield und keine Ahnung. Nein, eigentlich gar nicht, sondern. Ja, hier kommt Kill to Heal, holen wir uns noch. Genau, wir dominieren anscheinend auch gerade den Punkt, von daher total gut. Genau, jetzt. Wenn jetzt Pep nicht gewesen wäre, dann könnte man das natürlich machen. Ja, genau. Ich erinnere mich tatsächlich, wir müssen ja den Punkt tatsächlich nur einnehmen. Ja, der hat tatsächlich die Ulti sau oft. Also, das ist richtig krass. Yes, yes, yes. Just do the damage. Five, Ja.
3, 2, 1. Mann, 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 Mann. Pip hier wieder mit seinem Scheiß. So. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt nur immer wieder in die Richtung Schaden machen. Schnell nachladen. Nachladen. Genau, das meinte ich nämlich. Damit kann man auch irgendwie gefühlt alle ausschalten, wenn alle nur in diese Richtung Schaden machen. Wenn man es einmal geschafft hat, wirklich kein Problem mehr. Ja, eigentlich könnten wir sogar Deft Hands holen. Wir machen das jetzt sogar. Wir holen uns Deft Hands. Weil ich setze meine Skills hier nicht ein und... es geht eigentlich nur darum, Schaden zu machen. Und wenn ich jetzt schneller nachladen kann, dann kann ich länger Schaden machen. So. So. Genau, PvE ist komplett anders als irgendwie Public, Casual oder auch Ranked. Also das ist nicht zu vergleichen. Also normalerweise würde man ja nach jedem, dass man irgendwie einen Tank holt und irgendwie einen Healer. Aber hier, wurscht. Gut, ein Tank ist jetzt nicht so schlecht, aber am besten ist natürlich, wenn einfach alle Schaden machen und nur in diese eine Richtung Schaden rauspratzen. So. Genau. No shit, Sherlock. Genau. Ich treffe auch nichts. Da kam nochmal Schaden vorbei. Dance to the chicken, dance to the chicken, dance to the chicken, fucking chicken dance. Ist halt richtig evil. Ja. Wollen wir nochmal Deft Hands dazu? Ist eh wurscht. Ist eh One-Hit-Kill, deswegen bringt auch so wirklich das Kill-to-Heal nicht viel. Ja. Ah ja, komm. Hörst du wohl auf. Was? Warum? Oh, ja, ich habe nicht auf die Anzeige aufgepasst. Verdammt. Ja, was hat Kinesa denn Schönes gemacht? Lass noch mal schauen. Ja, das hat halt irgendwie jeder gemacht, dieses Top-Play. Von daher finde ich jetzt nicht, dass sie da jetzt so viel besser war, aber ja, okay. Das können wir schon gelten lassen. Na gut, ansonsten wird sie auch in dieser Auflistung nicht stehen. Na, das ist ja schon der Fairness halber wichtig, dass sie da auch steht. Ja. Genau. Aber ja. Genau, sonst schadenstechnisch haben wir uns nicht gerade bekleckert mit Ruhm.